People are looking at us. Will you get your hand off me? Stop that. People are looking at us. Seit Mai 2014 kursiert eine Aufnahme eines streitenden Pärchens auf dem Videoportal YouTube. Es handelt sich dabei um eine nachgestellte Szene aus dem Alltag. Schauplatz ist ein Londoner Park. Über Gewalt gegen Frauen wird viel gesprochen. Die Reaktionen der Passanten fallen dementsprechend aus. Doch wie verhalten sich die Zuschauer, wenn eine Frau einen Mann angreift? What do I do? What? Do you ever listen to me? You're crazy, man. I'm manic. I've been talking at you for the last 10 minutes and you haven't listened. You haven't gotten into fucking what I've been saying to you. But you're fucking not even listening to me, that's what. Why do I push you like that? Because you won't fucking respond to me, but any you won't listen to me. You think you're fucking everything all manly? I wasn't. No, you can't be. No, you can't be. Don't try and fucking walk away. Stop. Listen to me when I'm talking. Don't try and fucking walk away from me. Stop it. Mit diesem Video haben wir uns auf den Weg zu einem Experten in Münster gemacht. Herr Moorkamp arbeitet als Gewaltberater bei der Caritas. Im zweiten Teil wurde eben deutlich, die Passanten sehen keine Gefahr. Ja, es ist eher so, oh, die weiß ich aber durchzusetzen. Und ich glaube in Bezug auf den Mann eher so das Bild erscheint, oh, der hat nichts zu sagen. Laut einer Statistik der Mankind-Initiative handelt es sich bei 40% aller auftretenden Fälle von häuslicher Gewalt im Vereinigten Königreich um männliche Opfer. In Deutschland ist schon die statistische Erfassung schwierig. Also es gab eine Untersuchung gegeben Anfang der 2000er, 2004. Da wurde gesagt, diese Studie ist nicht repräsentativ, weil es zu wenig Männer gab, die sich zu diesem Thema überhaupt geäußert haben. Dieser Bereich ist noch viel weniger erforscht als der Bereich insgesamt der häuslichen Gewalt. Ich glaube, da ist die Scham der Männer sehr groß, sich als Opfer häuslicher Gewalt und auch als Opfer ihrer Frau zu sehen. Herr Moorkamp erklärt uns, dass eine besonders große Problematik dahinter steckt, wie die betroffenen Männer mit ihrem Schmerz umgehen. Vielen Männern fällt es leichter, das zu verharmlosen. So, ja, es war ja nur eine Ohrfeige, als sich zuzugestehen oder einzugestehen, ich bin Opfer häuslicher Gewalt. Ich habe letztens noch mit einem Mann zu tun gehabt, der damit gehadert hat, dass er sagte, ich habe es nicht verhindert, dass meine Frau mich geschlagen hat. Dann kann ich kein richtiger Kerl sein. Und das ist ein Riesenproblem. Das macht etwas mit dem Selbstwert. Und das führt eben auch dazu, dass Männer sich immer weiter zurückziehen und auch in die Isolation gehen. Doch kann Isolation eine dauerhafte Lösung sein? Ich glaube, die Voraussetzung dafür, etwas verändern zu können, ist erstmal sich einzugestehen, ich habe ein Problem, mit dem ich alleine nicht fertig werde. Und das widerspricht oftmals schon der männlichen Art, mit diesen Dingen umzugehen. Irgendwann an dem Punkt zu sein, wo ich mir eingestehe, ich schaffe das alleine nicht, ist für viele Männer ein Zeichen der Schwäche. Mir ist ein großes Anliegen, dass das Thema, das insgesamt ein Tabu ist, aber im Schwerpunkt nochmal eher, wenn Männer Opfer sind, ein Tabu ist, dass das besprechbar wird.